Und diesen Fußballtag beschließen auch wir mit dem Match, welches vor der Auslosung im Stadion Velodrom ausgetragen wurde. Ein Fehler von Neibet. Und dann ist es Mariusz Lakatos. Achtung, das war's. Der gegen Songo, der stand nämlich im Tor. Das 1:0 für die Europa-Auswahl. Schoss, die von Franz Beckenbauer betreut wurde. Aber was heißt das schon? Er hat halt auf der Bank gesessen. In solchen Spielen wird das alles nicht so bierernst genommen. Andreas Köpke, Pfeifenberger, Balakow, Nielsen, Inz, Zidane, Maldini, Lakatos, Jero, die begannen. Und dann kam der Auftritt des Restes der Welt. Ronaldo und Anthony de Avila aus Kolumbien mit dem 1:1. Keine Abseitsposition, glänzendes Auge, wunderbar geschickt. Andy Köpke nicht die Spur einer Chance. Es waren ein paar Minuten, also da haben sie gezaubert. Ronaldo rechts wie links, Finte und dann links ohne Chance. Andy Köpke, diesmal de Avila und Ronaldo nur in umgekehrter Richtung. Ronaldo, der sich schmücken durfte mit der Binde des Kapitäns. Man hat ja gerätselt, ob er überhaupt würde spielen können, war ja knieverletzt, aber die Heilung ging wundersam vonstatten. Dann Ronaldo wieder als Passgeber für Gabriele Batistuta, den Argentinier, der bei der Fiorentina in Florenz spielt. 1:3. Die europäische Auswahl war in dieser ersten Halbzeit völlig überfordert. Vor allen Dingen Ronaldo machte, was er wollte. Superstar. Und er demonstrierte vor allen Dingen in dieser Partie, was für ein genialer Fußballer er ist, auch in der Vorbereitung. Ronaldo, Batistuta, 1:4. Andreas Köpke, bedauernswert. Und diese Bilder, die wird er oft sehen. Aber man sollte das nicht so ernst nehmen. Er wollte natürlich den Ball mit dem Kopf aus der Gefahrenzone befördern, das gelang nicht. Und dann sieht das manchmal so aus. Vorbeigesegelt, Andi. 1:5 Ronaldo, 2 Tore Ronaldo, 2 Batistuta. Dann gab es noch das 2:5, Alan Bokšić und Zidane. Der Franzose. Unterhaltsame Show. Das war Spaß, der Ernst des Lebens. Der kommt ganz bestimmt spätestens im nächsten Jahr, wenn sie sich alle wiedersehen, aber natürlich in ihren Nationalmannschaften. Europa, Rest der Welt, 2:5. Und ich denke mal, das war's, unsere Zusammenfassung. Danke auch unseren Kollegen im Schnitt, die fieberhaft gearbeitet haben. War nicht ganz einfach heute. Dirk Thiele bedankt sich, Gottfried Weise bedankt sich, Rudi Völler und Sigi Heinrich. Wir haben Sie also heute über diesen Tag begleitet und wir verabschieden uns auch mit einem Song, mit einer Melodie. Das wird ins Ohr gehen. Servez-vous. Je vous en prie. Servez-vous, je vous en prie.